Hallo und willkommen zurück zu Gears of War, der Ultimate Edition auf dem PC, zusammen mit Ben von Ben Hammer LP. Hallo Ben. Hi. Wir sind hier... Runter da vorne. Was? Er gibt mir schon gleich Befehle. Ich wollte gerade sagen, wir sind hier im Häuschen, nicht aus dem Häuschen, sondern im Häuschen. Wir kriegen diese Tür nicht auf. Ja. Ich schätze mal, wir müssen noch mehr Gegner erledigen, die da irgendwie von oben angreifen. Aber wir sollten ja jetzt hinters Haus, wo auch immer das wieder eigentlich ist. Eigentlich sollten wir hinters Haus, ja. Ich würde sagen, ich gehe noch mal kurz ein bisschen zurück und schau mal, ob da noch irgendwas ist. Wir noch mal gucken, wo man hinters Haus kommt. Ich höre Kampfgeräusche. Oh, hier geht eine Tür auf, guck mal. Ja, interessant. Hier fahren wir noch nicht, oder? Erbschleicher. Ah, ja. Okay, da geht wieder ein Hole auf. Ah ja, okay. Ich schmeiß mal direkt eine Granate rein. Mach mal. Die ist drüber geflogen. Nein! Egal. Okay, ich, ich habe keine Granaten mehr. So leicht machen sie es. Oh, der ist direkt wieder zurückgeflogen. So leicht machen sie es uns wahrscheinlich nicht. Ah, die Löcher sind nicht so schlimm, wenn man sich voll auf die konzentrieren kann. Wahrscheinlich... Auf die 12! Der ist lustig geflogen. Ich sag nur Ragdoll, immer wieder lustig. Hier ist Muni, wenn du möchtest. Da hinten hat es noch ein kleines, das müsste mir reichen. Ach, die sind auch unterschiedlich groß, da habe ich nie drauf geachtet. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, jetzt wo wir dieses Loch kaputt gemacht haben, dass wir jetzt an einer anderen Stelle weiterkommen mit der Tür. Die ist vielleicht direkt da unten, wo wir gerade drauf schauen. Könnte sein. Das könnte gut sein. Das ist ein bisschen umständlich gemacht, aber vielleicht ist das... ich habe von dort oben jetzt zum, auf dieses Feuerfass geschossen. Und ich glaube, die Tür ist jetzt leicht beschädigt. Ach, die war... Ach so, okay. Also die war nicht verbarrikadiert, aber sie war... Okay. Man hat sie doch, hier, guck, da war es verbarrikadiert mit diesem... Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen, okay. Jetzt auch nochmal Munition. Oh, Hammerburst-Munition. Ich habe jetzt leider die Hammerburst wieder dabei. Hier ist eine Bolt-Pistole. Du stehst ja auf Pistolen. Ah, ich finde den Revolver tatsächlich ein bisschen geiler. Aber danke. Okay, hier ist Muni. Markus, die wolltest du nicht. Hat die Daten. Bist du rechts oder links? Zum Panzer, ich gehe rechts rum. Ich links rum. Okay. Den ich repariert habe, danke. Oh, die fetten Kerle. Alles klar. Einen hat er von mir bekommen. Ah, scheiße, falsch nachgeladen. Wir laden durch, ja! Kriegt der neuen von mir. Mach hin hier. Wow. Ja, die hatten ordentlich was aus. Ich hab schon zwei Headshots verteilt. Hilf mir, oh Gott. Oh, jetzt habe ich ihm die Panzerung abgeschossen, glaube ich. Oh, aus der Hüfte hat er mich weggeschossen. Okay. Was? Natürlich nur. Ey, wir haben noch 43 Sekunden, was? Wofür? Ich weiß es nicht. Oh. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aggressiver spielen, weil... Offensichtlich, ja. Was ist dort? Was war das? Da war doch noch einer. Wo ist der? Mach mal das hier zu. Oh, die sind beide direkt vor mir. Das ist ganz schön scheiße. Ah, ich wollte noch die Kettensäge rausholen. Okay, ich sehe, du bist dort, aber... Ja, wir haben auch nur noch 20 Sekunden. Ach, scheiße. Was ist denn hier auf einmal los? Was ist denn jetzt schon wieder? Komm. Ich krieg von überall Schläge. Da oben! Was zum Teufel! Was denn? Oh rechts. Gott! Oh! Ach, da war doch was mit Panzer! Ja. Hatten die doch gesagt in irgendeiner vorigen Sequenz. Das ist zum Thema Panzer. Ja. Das war der Panzer, scheiße. Was ist das denn für eine Riesenratte? Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht, aber wir haben verloren. Ach, wir hätten bis zum Panzer. Panzer gehen sollen. Kann man uns das auch mal sagen? Also ich habe davon nichts mitbekommen. Oh, Spiel ist unterbrochen bei mir. Müsstest du wieder doch, drin sein, bin ich da, oder? Jetzt bin ich da, ja. Ja, okay. Also diesmal direkt durch. Markus, Jack hat die Daten. So gut's geht halt. Alle Mann zum Panzer, schnell! Alle Mann zum Panzer. Bereit zum Schuss. Oh! Oh, fuck, der hat gesessen. Ah, scheiße. Kann man die auch sägen? Oh! Mist! Go for the hit! Ich glaub ja nicht. Nicht. Ich geb ihm lieber mal einen Headshot.
Okay, jetzt haben wir noch 40 Sekunden. Boah, was ist denn das für eine knappe Zeit? Das ist ja ekelhaft. So, der ist weg. Sehr guter Schuss. Nein! Zum Panzer! Was war das? Ja, irgendwie... Okay. Du hast es ausgelöst, ich war noch ganz hinten. Okay. Nicht umdrehen. Oh shit, Mann. Das bringt auch viel mit so einer kleinen Knarre. Ja, schon. Gib Vollgas, Junge, gib Vollgas! Boah. Lass Jack rein! Oh nein, die Arme! Oh! Das ist ja praktisch. Das ist wirklich wie R2-D2. Ja, stimmt. Oh! Ah. Knappes Ding. Das ist ein bisschen wie die Verfolgungsjagd mit dem T-Rex. Ich schätze ja, dass wir jetzt hier so eine... Nee, ich dachte, es kommt eine Fahrsequenz. Bleib still. Hier spricht Delta. Wir sind draußen und haben die Kartendaten. Over. Der Zug fährt jetzt los. Die Lightmass-Bombe ist montiert und einsatzbereit. Moment, die Bombe ist auf einem Zug? Korrekt. Die Befehlsstelle hat ein Emulsions-Sinkhole als Primärziel ausgemacht. Der Zug bringt die Bombe dorthin. Eure Zieldaten sorgen dann für den Rest. Und wohin geht's jetzt? Der Zug wartet am Bahnhof Timgard auf euch. Roger. Delta out. Achtung! Bleibt dran! Oh Mist, das passt. Na, mit Vollgas. Ja. Klappen wir die Brücke runter. Bert, du kommst mit mir. Dom, Cole, ihr gebt uns Deckung. Eil dich, Mann! Der Brumag war direkt hinter uns! Ja. Was, ich glaube, wir haben nicht vor, hier lange zu warten. Okay, Brücke runter, na dann. Da muss ja irgendwo so ein Häuschen sein. Genau. Warte mal, ich laufe gerade in die falsche Richtung, glaube ich. Da unten ist Munition. Ist auch welche. Aber Dog Tags irgendwie nicht so, ne? Ah, ich nee. Glaube, hier geht's runter. Nee, doch nicht. Also hier ist so ein Häuschen, aber hier kann man nichts schalten. Ah. Oh, so viel zum Thema, ne? Du Stück. Ein Stückchen. Wir haben Gesellschaft! Na dann los! Was? Bin ich jetzt schon wieder? Für die Königin, hat er gesagt. Ja, es hört sich so ein bisschen nach Zerklinge an, aber hey. Oh. Oh, 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 oh. Okay, der hat gesessen. Komm hier alle hoch. Locust? Oh, oh, oh. Sie kommen von der Seite. Mann, Mann. Ja, super, ich freue mich. Mach die scheiß Kettensäge. Oh, Alter, ich stand vor dem und der hat die Kettensäge nicht gemacht. Was zum Teufel? Tut mir leid. Säg ihn im Namen des einzig Wahren. Hier, steh auf, du Feigling. Danke. Kämpfe. Ich wollte wissen, ob ich... Ich kann hier nicht runter, die kommen hier nur hoch. Toll. Vorsicht! Okay, ich gehe auch mal hier in Deckung. Okay. Bisschen eng, okay, wenn wir da beide stehen. Würde ich sagen. Einmal. Achso, das bist du. Da komm ich nicht ran. Okay, der will nicht. Ich säg dich, Kumpel. Oh. Was trifft mich denn da? Oh. Durchladen. No way. Danke. Muss also irgendwie in die Richtung gehen. Scheint in die Richtung zu gehen. Ja, ich glaube, das war jetzt auch der letzte. Das ist Dreck! Die haben auf uns gewartet! Sie wussten, was wir tun! Leitstelle hier Delta. Wir stecken an einer geöffneten Zugbrücke fest. Müssen die Energieversorgung in diesem Sektor wiederherstellen. Erbitte Anweisungen. Roger Delta. Wartet. Es sind ein paar defekte elektrische Leitungen in eurer Nähe. Geht am Wasser bis zum Nasser-Gedenkpark und versucht sie zu reparieren. Roger. Dom, du kommst mit mir. Bert, Cole...
Ihr bewacht den APC. Das ist Wahnsinn. Es muss einen anderen Weg geben. Bert, mein Team, meine Ansage. Haltet euch bereit. Es geht los, sobald der Strom wieder da ist. Jawohl, Chef. Das heißt Sir. Muss auch schwer sein, wenn man in so einem Trupp halt... Man muss sich halt an die Anweisungen des Anführers halten, ne? Ja, so ist es. Beim Militär. Aber wenn einem das manchmal so unlogisch vorkommt und man das Gefühl hat, der reitet einen hier ins Verderben, dann stelle ich mir das schon ganz schön blöd vor. Ja. Oh, fuck. Was war das denn? Oh, ich habe so wenig Munition gehabt. Hast du das auch gesehen? Nee. Ich hab so eine Art Schatten, der an mir... Du hast dich angehört wie dein Alter. Er soll sich doch zum Teufel scheren. Er dachte, er könne den Krieg verhindern. Und schau dich um. Mit seinen Kartendaten können wir es zu Ende bringen. Ich glaube kaum, dass er die Ironie würdigen würde. Boah, wie die trampeln hier. Ja. Bom, 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 bom. Okay, dann darf ich die Muni da nehmen? Ja, du darfst. Wenn man mich lässt, wenn hier nicht gerade alles kommt... Oh, war gar nicht so viel. Ich kann mal wieder mal ausschauen nach Doc-Text, aber ich finde wirklich gar keine mehr. Nee, also. Das ist irgendwie vorbei. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Oh. Kriecher! Von wo denn? Von oben im blödesten Fall. Hm. Nicht so wirklich, ne? Nee, irgendwie. Da, doch, da kommen sie. Okay. Oh ja, nicht zu knapp. Ah! Wie bei Aliens. Hinter mir, über sehr mir. Cool. Mach du mal herum. Hinter dir hier vor uns ist nichts mehr. Achso, hier. Okay. Oh ja, okay. Kommen die denn raus da hinten? Man hört sie immer nur so komisch leise. Oh, der ist vom Boden hochgeschwungen. Scheiße, hab falsch nachgeladen. Ah. Ja, Ladehemmungen sind scheiße. Ich glaube, das war's hier langsam. Oder? Gehen wir mal hier raus. Ich glaube schon, ja. Wir warten durch Blutgedärme und Stückchen. Jam, jam, jam. Perfekte Bolognese. Hier unten ist Muni, brauchst du? Ansonsten, ich kann auch gut gebrauchen. Aber ich habe noch 500, mein Gott. Ich hab eigentlich noch ordentlich, so ist nicht. So, das war nur eine kleine Abzweigung. Okay. Wo geht's hier längs? Hier scheint Stress zu sein. Ladies first. Na bitte. Geh ich gar nicht drauf ein. Okay, du gehst da lang, dann geh ich da lang. Und hier ist... Oh! Ich kann hier auch was eintreten. Hey. Oh, leider nicht weit. Jetzt hier okay. Eigentlich gerade nicht, da wäre Muni in dem Raum. Ja, kleines bisschen. Ich brauch sie gerade nicht. Oh, eine Gnasher, geilo. Was macht die Gnasher nochmal? Ist die Pumpgun. Achso, die nehme ich die ganze Zeit nicht, weil ich irgendwie jetzt am Sniper-Gewehr hänge. Sniper ist auch echt gut. Und ich will halt die Standard-Sturmgewehr nicht aufgeben. Hoppla. Oh. Das Satellitenupdate zeigt, dass es im NASA-Park vor Locusts nur so wimmelt. Es gibt eine andere Route, aber ihr müsst zur Brücke zurück. Keine Zeit dafür. Bert, hast du verstanden? Wir müssen einen Zug erwischen. Mach das mit der Leitstelle aus. Wir müssen die Leitungen erreichen. Wir räumen den Park auf und treffen dich dort. Wir sind dran. Jeha. Guck mal, der Fuzzi hier ist auch gut ausgeblutet. Die sind ja alle ordentlich ausgeblutet. Ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass da auch Blut rauskommt aus denen. Also, ich meine, wenn sie am Boden liegen, dass da so eine Lache kommt. Naja, oder Stückchen halt, ne? Boah. Oh Mann. Oh, guck mal, hier hat sogar einen Brunnen mit Stückchen. Jetzt ruckelt es aber ganz blöd hier gerade. Ei, was? Hä? Was ja, aber bei mir auch richtig heftig gerade. Ja. Hm. Ich bin jetzt ziemlich erfolgreich mit Türen inzwischen. Macht die hier alle auf? Ich geh mal außen rum. Okay. Ah. Oh Gott!
Ich glaube, ich Komm schon, Mann, das klappt einfach immer nicht mit dieser Kettensäge. Du bist tot? Das ist sehr unheimlich. Ich habe eine echt schlechte Ausgangsposition hier. Noch nicht ganz tot, aber das geht nicht mehr lange gut hier. Naja, Dom ist bei mir rot, ne? Also ich krepel hier noch rum, ich weiß nicht, ob ich rettbar bin. Ich sehe dich leider gerade gar nicht, wo du bist, wenn ich ehrlich bin. Draußen, ich war draußen. Fühlt sich der Gegner gerade gar nicht mehr für mich interessiert. Aha. Oh ja, er hat's noch geschafft, danke. Gerne. Nope. Oh, ich glaube, der wollte was werfen. Sah so aus. Ach, wieder so ein Loch. Okay, ich komme. Bumm. Der da so dumm in der Ecke rum. So. Das kam von der anderen Seite, oder? Jo. Ich hab's nicht gesehen. Da will einer hart gesägt werden. Ja. Hä? Wo ist er hin? Boah, Muni, ich brauch die, ey. Oh, der hat mich... Der hat den Revolver. Ja, komm her, du. Okay. Oh, noch zwei Granätchen. Hier ist nochmal Muni, wo ich stehe. Ach, da drüben ist auch Muni. Ja. Nehme ich mit. Wo geht's jetzt hier weiter? Das ist die Frage, ne? Hat wahrscheinlich da, wo du rübergejumpt bist. Nee, halt, nee, da kommen wir her. Wahrscheinlich da unten irgendwo, oder? Geht hier hinten was auf? Ja, unten. Wäre naheliegend, ne? Das. Irgendeine Ecke da unten? Da hinten ist irgendeine Tür, so schräg. Ob die geht? Nee. Die geht nicht. Aber da hinten das halboffene möchte gern Tor. Nee, das sieht auch nur nach Zierde aus. Und hier so lang? Da ist eine Tür offen. Wo bist du jetzt hin? Ja, an dem großen Tor vorbei, links runter. Ach, hier unten. Ja, ja, genau. Da kommt um die Ecke gerollt. Achso, das wäre das MG gewesen. Ah ja. Hier ist die Toilette, da wird es wohl nicht weitergehen. Dogtag? Ich hätte mal gern meine Privatsphäre kurz, dann kannst du auch gleich weitergehen. Ey, nicht gucken! Dann kann ich nicht. Ich helfe dir, ich mach dir ein zweites Loch. Ah, du holst schon mal den Ballermann raus, ne? Na klar. Wow, oh! Oh, was ist denn hier für eine Party? Junge, der hat einen Kreuzfeuer gekriegt. Diese Ladelags hier, die sind gerade sehr nervig. Ups. Hier geht nix. Dann trete er. Ja, kann ich auch nicht. Gar nicht. Ja, das ist eine verstärkte Tür. Hä, was macht man dann hier? Dann müssen wir doch hier noch ist, hier ist ein ganz moderner Monitor. Okay. Oder vielleicht mit dem MG irgendwas machen. Oder eine Mikrowelle. Keine Ahnung. Ging es auch nicht raus, aber wenn wir hier schon den Weg reingefunden haben und dann hier hoch, ne, ist schon irgendwie, ist schon komisch, ja. Irgendjemand schießt doch da. Ja, ja, ich war das. Nee. Ach so, war das die ganze Zeit du? Okay. Nee. Da unten ist einer. Jetzt ist er weg. Vielleicht war das der letzte Gegner. Und jetzt geht irgendeine Tür auf. Das wäre lustig. Ja. Ist ja manchmal so. So, wo war die jetzt? Hier. Aber die ist auch so verdächtig dunkel. Die sieht nach nichts aus. Nee, die geht auch nicht. Ich geh nochmal darüber. Kann man hier durchs Fenster? Das wird zu einfach, oder? Nee, tatsächlich. Also wieder auf den Platz und dann gegenüber durchs Fenster durch. Vielleicht haben wir das vorher einfach nicht gesehen. Okay. Oder man musste tatsächlich das Fenster mit der MG, mit dem MG einschießen und das haben wir zufällig getan. Achso, das kann sein, ja, ich habe so ziemlich auf alles geschossen, was ging. Hinter uns ging gerade der Rollladen zu. Oh. Auf der anderen Seite war nichts? Hast du schon geguckt? Habe ich geschaut, ja. Okay. Oh. Kettensäge im Anschlag. Man weiß ja nie. Oh. Hey,
You, was ist los? Wir sind nahe an den Leitungen. Könnt ihr da oben was sehen? Ja, ich glaube schon. Direkt davon, drüben neben dem alten Theater. Ausschwärmen! Jack soll sich an die Reparatur machen. Wir treffen euch an den Stromleitungen. Holla, jetzt geht's rund, Baby! Okay, let's do this. Hatte der eine Tarnfunktion, der Jack? Das sah gerade so interessant aus. Ja, der hat eine Tarnfunktion tatsächlich. Sehr geil. Ist mir schon öfters aufgefallen. Oh, von rechts kommen sie auch. Ich kümmere mich mal um die rechte Seite. Ja. Ich sehe gar nicht so viele. Oh! Warum treffe ich den nicht? Warum trifft er mich? Ah! Ich versuch's hier wieder von ganz hinten mit dem Sniper. Junge, Junge. Gar nicht mal so unerfolgreich bisher. Aber auch nicht so erfolgreich. Alter! Ja, ich sehe, wie die dich da nerven. Ich bin down. Oh. Oh. Ich aber komm, bei mir ist direkt einer mit einem Shotgun. Oh, aufpassen. Da ist auch noch. Oh Gott. Da ist noch ordentlich was los. Ja, da ist noch ein MG. Das ist das Nervige daran. Wo bist du denn? Scheiße. Warst du nicht hier irgendwo in der Ecke? Ah ja, hier. Okay, alles klar. Dankeschön. Ich hau wieder ab. Oh, da kam ich her. Den hole ich mir. Der wird jetzt gesägt. Ach so, okay. Oh, da. Ah ja, hier. Ja, auf der rechten Seite scheint ein MG zu sein. Ja, ich gebe dir recht. Dann werde ich mich versuchen mal durchzukämpfen. Ich gehe mal hier links rüber. Ich guck mal, was ich hier so snipern kann. Ob es hier was gibt. Okay, ich hätte ihn jetzt im Visier. Ich kann mir den irgendwie auch holen, glaube ich. Ja. Ah. Okay, ist weg vom MG. Ja, sehe ich. Bin ich da irgendwo? Komm nicht rüber. Okay, was? Na, lass mal ein bisschen vorrücken. Ich glaube, hier habe ich alle weggehabt. Oh. Auf der rechten Seite oder linken Seite geradeaus von dir ist einer. Erledigt. Jetzt ja. Die Leitungen. Okay. Geht klar. Got it. Got it. Ah, Boomer. Zwei Stück. Au. Ah. Oh Gott, genau hier, wo ich stehe. Na, schönen Dank. Ja, mach sie. Was? Muss ich hier noch kurz hier klein fahren? Beide dood? Nee. Vorsicht, rechts von mir kommen kleine. Oh. Ah ja. Die habe ich gesucht die ganze Zeit. Wo ist denn der Große hin? Ja, der ist hier unten. Aber oh Gott, der schießt aber immer so schnell. Kann man sich gar nicht drauf einstellen. Ich glaube, den habe ich. Ha. Ah. Vorsicht, hinter dir ist glaube ich auch noch ein kleiner. Dachte ich auch. Ne, der ist weg. Okay. Ja gut, wenn die zwei großen Dotes sind, dann... Ach, der große war weg? Okay. Ja, ist das gut hier. So. Ich würde mal so einen kleinen sägen, schade. Okay. Boomshot. Willst du Munition mitnehmen? Da hat's noch. Ja, könnte ich gebrauchen. Wo denn? Hier draußen noch? Ach, da. Draußen, ja, da. Okay. Großes Tür, hier ist auch ein Schalter. Mhm, dann hau mal drauf. Ha! Selbst okay, Tür scheiß drauf. Auf den Schalter, hau auf die Tür. Akt 5, Verzweiflung. Hier hinten ist nochmal Muni, aber brauche ich gar nicht. Beste Deckung überhaupt. Irre. Ja, gut, die Leitplanke. Ne? Aber Doc-Tex, vergeblich. Delta, der Zugchef meldet Lokus, die auf dem Weg zu ihm sind. Wie steht's bei euch? Da vorn sind die Leitungen. Ach ja, der Zug fährt jetzt schneller, damit sie ihn nicht erwischen. Eure Abfahrtszeit ist gerade vorverlegt worden. Roger. Oh, verdammt, da ist er wieder. Halt das Ding von den Leitungen fern! Kein Problem. Aufgepasst. Hey, du Blödian! Willst du was haben? Dann komm und hol mich! Idiot. Hey, raus da! Los! Bist du vollkommen übergeschnappt? Ja.
Das sind aber auch Begrifflichkeiten aus den 80er Jahren. Hey, du Blödian. So lustig. Okay, da geht ein Loch auf. Hast du eine Granate? Ach, scheiße, vor allen Dingen die falsche Waffe. Ja, habe ich. Weil da hinten wird, geht auch noch ein Loch auf. Ich hau mal da hinten eine Granate rein. Mann, ey, der schaltet so langsam um. Ich hatte die Granate, dann wollte ich auf das Sturmgewehr umschalten, dann wollte ich schnetzeln. Das dauert alles viel zu lange. Wenn der Gegner da vor einem rumeiert, dann ist er einfach vorbei. Bist du schon wieder... Da, wo der Kompass dich hinführt. Ja, ich weiß, aber die schießen alle auf mich, das ist nicht lustig. Danke. Mann, oh Mann. Gerne. Hör auf zu bluten. Du hast keine Zeit dafür. Ja, genau. Ach Gott, die Deckung hier ist aber auch Müll da. Oh! Kommt man ja gar nicht hoch. Alter. Nein, ich muss durchladen. Hör auf damit. Da hinten ist noch was. Dem habe ich ganz schön aufs Fressbrett gegeben. Wir haben es schon wieder, oder was? Oh, ich denke. Okay. Eieiei. Wiederholen, Leitstelle, ihr kommt schlecht rein. Das hört sich nicht gut an. Schaffen wir es noch rechtzeitig? Falls nicht, werden wir den Rest unseres Lebens vor solchen Viechern wie diesen wegrennen. Ja. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Hallo? Ja, oder gechillt Pause machen. Ah, ich höre nichts mehr. Das habe ich jetzt gerade überlegt. Hörst du mich? Das ist hier alles so laut. Ich verstecke mich wie ein kleines Kind. Okay. Wo ist er denn? Da ist er. Ja gut, Machen wir hier Folgenende? Ja, genau. Also schöner Cliffhanger hier. Legen wir uns mit dem Dicken beim nächsten Mal an. Genau, so sehe ich es auch. Okay, dann bin ich das. Liebe Leute, danke fürs Reinschalten. Guckt auch in die Videobeschreibung, da ist der Link des jeweils anderen, falls ihr mal den Kanal von Ben auschecken wollt oder meinen, wenn ihr das gerade bei ihm hört, wie auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Gears of War Ultimate Edition auf PC. Also bis dahin, tschüss. Ciao.